finde das so weird. Digga, wie kann man sich so bewegen, Alter? Folgende Sache, wir gönnen uns jetzt Ice Cream von 24 Tim. Ich muss sagen, ich habe 24 Tim noch nie gehört. Ice Cream und ja, macht schon sehr, ich sag jetzt mal, bunten Eindruck, das Video. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es jetzt nicht unbedingt mein Musikgeschmack ist. Ja, wir gucken einfach mal. Rein da. Krasse Nägel schon mal. Hi, ich hätte gern ein Eis. Hallo, ich hätte gern ein Eis. Ja, aber warum sagen Sie denn nicht direkt was? Kratzeis, Kugeleis, Stieleis, Softeis? Ein Softeis. Softeis. Also, der Typ ist halt geschminkt, sehr stark geschminkt, hat das nicht unbedingt einen maskulinen Eindruck, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst werde ich noch gecancelt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Person, mit der ich mich jetzt identifizieren würde. Outfit, sehr wild. So diese Blumen an diesem Zylinder. Hat was, ja. Das kann ich nicht haten, ja. Finde ich cool. Ja, gucken wir mal, wer diese Frau da ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Lockenwickler am Start. Ja, krass auf jeden Fall. Das, ja, gucken wir mal weiter. Ah, oh, ich habe sogar ein Softeis fertig. Bitte schön. Was war das gerade für ein, Geräusch? Eis. Wie so eine Möwe, die sich erschreckt oder so. Oh, ich habe sogar ein Softeis fertig. Bitte schön. Stopp. Das kann kalt sein. Bitte aufpassen. Dankeschön. Also das Ding ist, das Video, das soll einfach krass polarisieren. Und das macht es. Das macht es komplett. Ich meine, gut, der Typ ist Künstler. So, ich meine, ist ja klar. Oder ist, das ist doch der Typ gerade, oder? Oder ist das, nee, die Dame ist ja, das Mädel ist ja wohl kaum 24 Tim. Whatever. So sind halt Künstler, ne? Auffällig bunt. Polarisieren oft. Ja, wir gucken mal weiter. Jetzt hören wir das mal rein. Da ist so viel, was ich an dir mag. Deine Kurven weich, deine Blicke scharf. Ich glaube, egal was ich jetzt sage, ich würde komplett gehatet werden, Digga. Also ist es nicht mein Ding. Es ist nicht meins. Ich persönlich finde, wenn sich halt ein Typ, ich werde so gecancelt dafür. Ich finde, wenn sich halt ein Typ derartig gibt, ich meine, hat das vollste Recht dafür, 100%, finde ich persönlich befremdlich. Aber ist ja vollkommen in Ordnung, ja. Jeder wie er will. Du bist viel zu süß, doch ich gebe nach. Oh, Digga, echt, bitte, Kamera, Winkel höher, ja. Boah, schaffe ich das, Alter? Ey, schaffe ich das, Digga? Ich lieg in der Sonne, 39 Grad. Brauch dich jetzt bei mir, du bist so kalt und zart. Schoko, Vanille, ist mir doch ganz egal. Nee, Digga, nee, also ich weiß nicht, Alter. Also keine Ahnung, Mann. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Zwei Kugeln Eis, die Versuchung ist zu hart. Gib mir ein D, gib mir ein A, gib mir ein Da. Oh, Digga, nee, Alter, also erstmal, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das bekannt vor, die Melodie. Ich kann es aber gar nicht sagen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr einen Plan habt. Ich weiß nicht, lass mal, Alter, ich weiß nicht, lass mal zurückgehen. Die Versuchung ist zu hart. Gib mir ein D, gib mir ein A, gib mir ein I don't give a fuck. Also ich muss dazu sagen, es ist wirklich Geschmackssache, ja. Es ist komplett Geschmackssache. Es gibt Leute, die würden das bestimmt krass feiern, ja. Also gibt es Safe Call.
Ich finde es sehr befremdlich. Ich finde es sehr befremdlich. Also, gucken wir mal weiter. Was man ihm lassen muss. Wahrscheinlich misgender ich, ne? Misgender ich. Es ist aber egal. Was man den Typen lassen muss. Ich meine, er ist Tim. Was man den Typen lassen muss. Er ist rappt, singt, ach, was auch immer. I don't give a fuck. Ich kauf's ihm ab. Ich kauf's ihm vollkommen ab, weil wenn er sich krass drüber echauffieren würde, dass Leute das nicht gut finden, was er macht, dann würde es ja er sogar nicht tun. Und das ist halt provokativer, geht es halt gar nicht. Ja, also ich kauf's ihm ab. Also da ist authentisch. Ja, muss man ganz klar auch was Positives sagen. 100%. Ich will's auch gar nicht haten. Ja, ist wie gesagt vollkommen Geschmackssache. Digga, sorry, aber was sind das für Bewegungen, Digga? Guckt euch mal bitte die Tiere im Hintergrund an. Ich weiß nicht. Digga, wie kann man sich so bewegen, Alter? Ich meine, wenn dieser Tim sich weirde Bewegungen macht, so, das ist halt die Message. Das ist ja die Message. Es soll ja weird sein. Es soll ja polarisieren und abfucken und I don't give a fuck, so. Das ist ja die Message. Ja gut, ich meine, diese Darsteller untermalen das ja, ne? Aber ich finde das halt weird as... Ich finde das so weird. Ultra weird. Guck mal weiter. Weil ich weiß nicht, der... Also, ich find's befremdlich. Ich weiß nicht, so... Sorry, aber da ist der Typ, der hat eine Perücke auf und guckt so auf... Egal, guck mal weiter. Ich werde so gehasst für dieses Video. Ich weiß jetzt schon. Scheiß drauf. Let's go. Ich meine, I don't give a fuck. Cringe des Tages. Check. Perfekt. Oh, Digga. Ja, genau, korrekt. Ehre. Ehrenmann. Ist das nicht hier der... Boah, Digga, bitte zieh dir was an, ich bitte dich. War das nicht gerade der Mann von Heidi Klum? Ist nicht Ciel oder so? oder nicht? Oder bin ich jetzt lost oder was? Ich mag Spaghetti-Eis und ich mag, wie du in mein Magnum beißt. Fang an zu schmelzen, uns wird beiden heiß. Sag mir doch bitte, bitte, wie du heißt. Das wär so nice. Gut. Ich kann der Versuchung nicht mehr widerstehen. Das Ding ist, ich sag jetzt was, okay? Ich werde es so sagen. Leute würden das sagen, oh, transphob und blabiblub. Aber ich sag was. Ich muss das nicht gut finden. Ich muss das nicht gut finden, wie ich mich einfach schon rechtfertige. Nee, aber ich muss halt, also, ich find's einfach nicht so geil. Ich find's krass befremdlich. Es geziemt sich nicht. Es geziemt sich einfach nicht. So viele Sorten, du kannst mir alle geben. Es tropft auf die Haut und alles an mir klebt. Like ice in the sunshine, wir lassen uns gehen. Gib mir ein D. Ich muss aber sagen jetzt, das finde ich gerade cool. Das finde ich gerade so. Also Digga, also diese auf nackt angelehnten Szenen. Ich hab's nicht gesagt. Aber das Ding ist, er sagt ja, I don't give a fuck, so deswegen ist ja okay, wenn ich sage, ne? Ich muss aber sagen, das Outfit feiere ich gerade, ja? Ich feiere das legit. Also er hat hier diese Eissorten,
Finde ich sehr bunt, sehr knallig. Feier ich. Ich finde auch die Frisur, finde ich da ziemlich fresh. Ich finde die ziemlich fresh. Auch das Gefärbte, finde ich, passt da richtig gut zu. Ist ultra bunt und so. Finde ich cool. Finde ich cool. Ist halt so. Sieht man nicht oft. Sieht man nicht oft. Ist, ja, damit kann ich sehr gut leben, auf jeden Fall. Und er hat da auch diese crazy eyes. Ich meine, das sind ja auch. Ja, das Ding ist. Das ist ein bisschen Kontaktlinsen, safe, oder Videobearbeitung, dieses Grüne so. Er transportiert den Vibe richtig gut. Er transportiert den Vibe richtig gut. Dieses so. Was ist das? Dieses Rebell. Ja, dieses Rebellische. Dieses I don't give a fuck, ja. Das ist. Das wird richtig gut transportiert hier. Dann dieses da. Und dieses freche Grinsen. Finde ich cool. Das finde ich. Finde ich legit cool. Ja. Deswegen feier diesen Part, diesen Aspekt feiere ich. Sehr gut umgesetzt. Finde ich stabil. Was ich gerade richtig geil fand. Achtet mal auf das Mädel links, nicht die, glaube ich, aber irgend so Mädel links, diese Blonde. Die fühlt es gerade so krass. Bitte achte mal drauf. Ja, die da. Ja, ey. Sympathisch. Ey, das ist richtig geil. Der hat richtig Spaß gehabt bei dem Dreh, merkt man. Ja, der hat richtig Spaß gehabt, geil. Fühle ich, also. Nee, also. Ja, wie ist das Fazit? Ja, ich persönlich kann mit dieser Aufmachung, mit der Kleidung, mit diesem. Ja. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Kann ich gar nichts anfangen. Überhaupt nicht mein Ding. Fühle ich gar nicht. Aber das Video hat mich so abgelenkt. Ich habe jetzt noch gar nichts, also kaum was zum Sound gesagt. Naja, also erstmal. Wie gesagt, der Teil fühle ich nicht. Ich finde aber, das Video ist, das kann ich jetzt sagen, so an sich. Video ist ziemlich gut gemacht. Ich finde, diese ganzen Farbaspekte, die man hier hat, finde ich, ich finde das ziemlich stimmig. Kommt so richtig diese Candy. Diese Candy Crush-Stimmung, die kommt da auf. Ja, finde ich sehr gut umgesetzt. Kommen wir jetzt mal zum Text. Ja, es ist halt sehr, sehr simpel gehalten. Sagen wir es einfach mal, es ist ziemlich simpel gehalten. Aber es muss ja auch nicht jeder Song krass komplex sein. Es ist ja auch auf poppig angelehnt. Und das finde ich per se auch gar nicht schlecht. Es ist jetzt nicht die Art von Musik, die ich höre, wenn ich persönlich Musik höre. Das soll einen gewissen Tiefgang haben. Das soll eine Geschichte erzählen, wirklich. Da muss irgendwie Substanz sein. Davon kann man hier nicht sprechen. Trotz dessen, ja, es soll ein poppiger Song sein. Es soll gar nicht tiefgründig sein. Und das hat es gut geschafft. Es soll polarisieren. Und auch das, ja, auch das hat es sehr gut hinbekommen. Deswegen. Ja, vom Text her, es ist ja also nicht meins, absolut nicht. Aber okay. Ja, was die Melodie angeht, ich weiß nicht. Also kommt mir bekannt vor, ich will jetzt nicht sagen, dass es das gebeidet ist. Keine Ahnung, ich habe auch keine Kommentare drunter durchgelesen. Etwaiges würde da wahrscheinlich zu finden sein. Das war Ice Cream von, ja, 24 Tim. Digga, fuck, ey. Ich werde so gecancelt werden dafür, Digga. I don't give a fuck.